So manch einer träumt ja davon, vielleicht einfach mal den Job hinschmeißen, die Wohnung kündigen und auf eine lange Weltreise gehen. Aber wer macht das schon bitte dann in echt? Ein Pärchen aus Münster, ab Samstag reisen die gemeinsam einmal um den Globus und das mit dem Fahrrad. Kurz vor dem Start haben wir mit den beiden gesprochen. Hallo, ich bin Manu und neben mir steht die Magda. Genau, und am Samstag fahren wir los, um mit dem Fahrrad um die Welt zu fahren. Dann kann das Abenteuer ihres Lebens endlich beginnen. Mit einem Zelt, Isomatten und ein paar wenigen Klamotten. So werden Manu und Magda die Welt 3 Jahre lang mit dem Fahrrad bereisen. Es ist einfach schön, Neues zu entdecken, ne? Also das hält uns motiviert auf jeden Fall, auch mit dem Fahrrad zu fahren, dann jeden Tag sportlich uns zu betätigen und dann natürlich auch fit zu bleiben und immer wieder was Neues zu sehen und zu entdecken. Ja, die Idee ist halt irgendwie auch, dass wir versuchen wollen, die Welt zu umrunden, ohne dass wir der Umwelt schaden. Und wenn man halt Münsteraner ist, wie sollte man es besser machen als im Rad, ne? Seit Monaten bereiten sich die beiden 27-Jährigen auf ihre Weltreise vor. Manu ist Kitesurf-, Ski- und Snowboardlehrer und aufgrund seines Berufs sowieso oft unterwegs. Magda hingegen hat ihren festen Job als Mathematikerin bei einer Versicherung aufgegeben. Das ist eigentlich ziemlich befreiend. Also du hast wirklich alle Möglichkeiten jetzt wieder offen. Und du weißt auch, irgendwo würdest du wieder einen Job finden. Es ist ja nicht so, dass die alle aus der Welt sind. Man hat halt nur jetzt gerade Zeit und kann machen, was man will und erstmal das Leben so genießen. Bezahlt wird die Reise vom Ersparten und zur Not wollen die beiden auch arbeiten. Okay, wir starten in Münster, dann geht's Richtung Türkei, Iran, weiter über Indien. Singapur, nach Australien, Neuseeland, dann weiter nach Südamerika, die anderen Staaten, Deutschland, Kanada. Walbert, Skandinavien, zurück Richtung Deutschland. Und dafür darf das Allerwichtigste für die Reise natürlich nicht fehlen. Da sind sie. Oh yeah. Sehr cool. Ihre neuen Fahrräder, gesponsert und extra angefertigt mit allem, was das Herz für so eine Weltreise begehrt. Haben wir euch den USB-Plug reingebaut, dass ihr hier halt während der Fahrt euer Handy oder whatever alles aufladen könnt, Navi und so. Die Reifen haben wir umgebaut auf die Marathon Plus, damit ihr halt keine Platten mehr bekommt. Der Gepäckträger hält hier in dem Fall 40 Kilo aus. Vorne natürlich dann auch nochmal ein extra Gepäckträger, da können wir dann um die 20 Kilo theoretisch draufpacken. Das ist schon super geil, also ich freue mich total. Jetzt sind sie da. Also, ja, wenn man das alles so sieht, wie es fertig aussieht, ja, da freut man sich richtig drauf loszufahren auf jeden Fall. Also ich bin gespannt. Wir müssen mal eine Probetour machen. Eigentlich. Ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt schnell noch eine Probetour Vielleicht machen. Vielleicht eine Nachtfahrt, um die Lichter zu testen. Na dann kann man nur hoffen, dass bei der Probefahrt alles glatt läuft. Denn am Samstag heißt es endgültig Ciao, au revoir und auf Wiedersehen. Ja, und nach der Probefahrt und vor der eigentlichen großen Fahrt sind Sie noch bei uns vorbeigekommen. Schönen guten Abend, schön, dass Sie da sind. Hi, wir freuen uns. Magda, wie kommt man auf die Idee, mit dem Fahrrad eine Weltreise zu machen? Ja, das kam im Prinzip so, dass wir vor vielen Jahren mal eine Tour gemacht haben, von Münster bis nach Venedig mit dem Rad. Und damals haben wir halt gesagt, boah, ja, das müssen wir irgendwie eigentlich nochmal und noch länger machen. Ich habe aber studiert, dann habe ich angefangen zu arbeiten, weil irgendwie das so das ist, was alle von dir erwarten und was du auch selber dir vorstellst für deine Zukunft. Und habe dann nach ein paar Monaten gemerkt, okay, vielleicht ist der Bürojob doch nicht so das, was du die nächsten 40 Jahre machen willst und auch nicht die nächsten 2. Und dann haben wir halt nochmal überlegt und dann ist die Idee nochmal hochgekommen. Und irgendwie haben wir gesagt, okay, komm, wir packen es, wir hauen alles nochmal auf den Kopf. Und wenn ich jetzt, wann dann? Und jetzt geht's wirklich los am Wochenende. es wurde angesprochen, Sie haben gespart, davon soll es erstmal finanziert werden, die Reise. Aber das Ganze soll auch low budget funktionieren, also nicht nur möglichst umweltfreundlich mit dem Rad. Das heißt, ich habe eine Zahl gehört, 15 Euro pro Tag wollen Sie ausgeben. Manu, wie soll das funktionieren? Genau, ja, indem wir wild campen mit dem Zelt natürlich. Wir gehen natürlich in keine Hotels, sondern schlafen bei Freunden, Verwandten oder wir werden eingeladen. Aber zu 99% wird das Zelt unser Zuhause sein. Aber sowas wie Überfahrten kosten ja auch Geld. Wie kommen Sie denn übers Wasser? Ja, wir haben nicht vor zu fliegen oder mit der Fähre zu fahren, sondern mit einem Segelboot zu segeln. Ich bin auch Segellehrer, Magda kann auch gut segeln. Und wir wollen da irgendwo anheuern auf einem Boot und dann hoffentlich mit über die Ozeane schippern. Okay. Und ja, also das ist, erstmal finde ich den Optimismus großartig, den Sie hier an den Tag legen. Was haben denn Eltern, Familie, Freunde gesagt, als Sie gesagt haben, so, wir machen das wirklich, wir gehen 3 Jahre auf Weltreise mit dem Rad? Ja, ganz unterschiedlich, ne? Also meine Eltern waren nicht unbedingt wirklich begeistert, aber mittlerweile, und das rechne ich ihnen auch echt hoch an, haben sie akzeptiert, dass wir es machen und finden es irgendwo auch ganz cool. Freunde haben halt viel gesagt, ja, wenn ich mir das von irgendwem vorstellen könnte, dann von dir.
Von daher, es passt irgendwie zu uns. Es war nicht geplant, aber es kommt jetzt so und wir freuen uns. Manu, wenn es jetzt losgeht, Sie werden das Ganze auch im Internet irgendwie teilen. Man kann das verfolgen, wo Sie sind, richtig, ne? Genau, wir haben zusammen einen Blog erstellt, der heißt manuentmagda.com. Und da teilen wir natürlich unsere Reiseeindrücke und freuen uns natürlich. Genau, da kann man auch ganz runterscrollen und dann gibt es ein kleines Kästchen, wo man sich eintragen kann. Dann kriegt man so nicht zu oft einmal im Monat eine Mail von uns mit ein paar News und ein paar Bildern. Wir haben ja in der Lokalzeit so eine tolle Serie, die heißt Lokalzeit Goes Global. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Auf jeden Fall würden wir uns sehr freuen, wenn ab und zu noch mal Bilder von Ihnen kommen, kreuz und quer auf der Welt. Ganz kurz noch, gibt es ein Land, wo Sie sich am meisten drauf freuen? Sie zuerst, Magda. Ich, Iran, glaube ich. Also da habe ich viel von gehört und da freue ich mich echt drauf, das selbst mal zu sehen. Und ich mich auf Georgien. Das soll so schön klein und bergig sein. Ja, ich bin gespannt, was Sie zu erzählen haben. Ich bin mir sicher, wir sehen uns dann noch hier nochmal wieder. Erstmal alles Gute, gute Reise Ihnen. Ja, danke. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zum Wetter. Das gucken wir uns jetzt noch gemeinsam an. Das interessiert Sie ja vielleicht auch noch bis zum Wochenende. Definitiv. Und wir haben erstmal ein schönes Wetterbild bekommen vom Zuschauer. Und zwar, es sind das Perlhyazinthen, heißen die, glaube ich. Ein Wald, sagt er. So schön sieht es aus. Aus Bocholt von Heinz-Jürgen Pohler. Vielen Dank für dieses schöne Foto mit dem blauen Himmel. Sieht wirklich toll aus. So geht's wettertechnisch weiter. Heute Nacht sind kaum noch Schauer unterwegs. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 11 Grad. Morgen früh kommen aber neue Wolken dazu. Und so starten wir dann auch morgen Vormittag. Erstmal mit teilweise kompakten, dichten Wolkenfeldern über Münsterland verteilt. Erstmal soll es trocken bleiben und die Sonne schafft es auch immer mal wieder durch. Gucken wir uns dann den Nachmittag an. Der wird richtig schön. Die Sonne kommt durch, immer mehr. Regen ist nicht in Sicht und Temperaturen bis zu 22 Grad morgen Nachmittag. Wir sollten das genießen. Am Freitag ist es nämlich wieder deutlich bewölkter. Mehr Schauer und einzelne Gewitter ziehen durch. Kühlere 17 Grad nur. Es ist aber nur ein kleines Schönwetterpäuschen, denn Samstag, Sonntag sieht es richtig freundlich aus. Frühlingshafte Temperaturen, über 20 Grad, viel Sonne, dazwischen mal ein paar harmlose Wolken. Das sind doch ganz wunderbare Aussichten. Nicht nur für Sie, wenn Sie mit der Reise starten, sondern für uns alle auch hier im Münsterland. Gucken wir noch schnell auf den Wettertrend. Nächste Woche wird es eigentlich auch ganz freundlich hier bei uns. Wir sehen uns morgen noch mal wieder. Jetzt übernehmen die Kollegen der Tagesschau. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend zu Hause im Münsterland. Ich sage danke für Ihren Besuch. Sehr gerne. Heute Abend im